Mann, Nele, ich hab so Angst. Was sollen wir denn jetzt machen? Werden wir wirklich hier drin ersticken, so wie Markus gesagt hat? Ich will noch nicht sterben, Nele. Das ist alles meine Schuld, nur weil ich Fahrstuhl fahren wollte. Es tut mir so leid. Ja, Nele, das ist wirklich alles die Schuld von Linus. Er wollte doch unbedingt Fahrstuhl fahren. Ich hab so Angst. Also ich muss jetzt hier wirklich mal was sagen. Ihr seid doch keine kleinen Babys mehr. Natürlich werden wir heute nicht sterben und uns wird schon jemand retten. Sophia und unsere Mama wird uns schon finden. Jetzt macht ihr keinen Stress. Mann, ihr macht mich ganz nervös. Ich muss nachdenken. Ich hab aber Angst, Nele. Das brauchst du nicht, Markus. Ich bin doch bei dir. Hilfe! Hilfe! Wir sind im Fahrstuhl gefangen. Hilfe! Siehst du, Nele, keiner hört uns. Oh ja, Markus, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollten wir alle drei klopfen. Okay, Linus, du machst jetzt bitte auch mit. Sei tapfer. Okay. Schlag so fest, wie du kannst, an die Wand und ruf um Hilfe. Hilfe! Hilfe! Wir hängen hier in dem Fahrstuhl fest. Also, das Kleid gefällt mir irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie schon und irgendwie nicht. Was sagst du denn, Sophia? Also ich mag die Stickereien auf dem Kleid, aber ich finde, die Farbe schmeichelt dir nicht. Du siehst sehr blass aus damit. Das rote Kleid mit den Herzen, das fand ich wirklich hübsch. Hilfe! Oh, Hilfe! Ach Mensch, das bringt doch nichts. Hier hört uns keiner. Wir werden hier drin doch sterben. Mensch, Markus, jetzt hör auf. Du machst uns allen Angst. Sei jetzt endlich tapfer. Es wird uns hier nichts passieren. Mir ist irgendwie ganz komisch. Ich fühle mich gar nicht wohl hier. Setzt euch am besten hin. Es wird uns schon jemand helfen. Und schaut mal, hier oben ist so ein Lüftungsschacht oder so ein Luftloch. Da werden wir Luft durchbekommen. Wir werden nicht ersticken. Ich verspreche euch das. Vertraut mir. Das ist alles meine Schuld. Ach, Linus, da kannst du doch nichts für. Du hast doch nichts falsch gemacht. Sophia, meinst du wirklich das Kleid? Ja, ich finde das echt schön. Sag mal, Clara, die Kinder sind jetzt aber auch schon länger unterwegs, oder? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Mach dir keine Sorgen, die sitzen bestimmt unten und essen das größte Eis, was es hier gibt. Guten Tag, ich würde sehr gerne wissen, wo Ihre Boutique hier ist. Das ist ganz einfach. Laufen Sie einfach hier durch den Taschenladen und dort ist unser Fahrstuhl. Fahren Sie bitte mit dem Fahrstuhl ganz nach oben und dort finden Sie unsere Boutique. Ja, dann werde ich jetzt mal auf den Aufzug warten. Also, dass das so lange dauert, hätte ich auch nicht gedacht. Aber heute war es auch echt leer hier, glaube ich, in diesem Shoppingcenter, oder? Ja, Nele, es ist eigentlich viel voller hier. Ich will zu meiner Mami. Ach Mensch, Markus, jetzt beruhig dich doch bitte endlich. Das ist ja sehr komisch, dass hier gar kein Aufzug kommt. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, warum hier kein Aufzug kommt? Oh ja, guten Tag. Aber vielleicht laden die gerade oben Ware ein. Ich rufe mal in dem Sportgeschäft an. Eine Minute bitte. Sportgeschäft im Shoppingcenter, was kann ich bitte für Sie tun? Ja, hallo, hier ist Lena aus dem Taschenladen. Du, sag mal, bekommt ihr gerade Ware oben oder warum kommt der Fahrstuhl nicht runter? Weißt du da irgendwas von? Nein, also wir bekommen gerade keine Ware und blockieren den Fahrstuhl. Warte mal, ich geh mal gucken. Oh ja, das wäre ganz lieb, weil ja, es kommt hier einfach kein Fahrstuhl runter. Na, dann komm mal mit, Erhan, wir wollen nach oben. Oh nee, ich habe keine Lust, da jetzt noch mehr Klamotten anzugucken. Können wir jetzt nicht nach Hause fahren? Nee, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Komm jetzt bitte. Entschuldigen Sie bitte, Sie müssten ganz kurz einmal warten. Unser Aufzug funktioniert leider gerade nicht. Hier ist der Infopoint im Shoppingcenter. Was kann ich bitte für Sie tun? Ja, hallo, hier ist die Lena aus dem Taschenladen. Ich wollte nur Bescheid geben, dass der Fahrstuhl leider gerade nicht funktioniert. Ich habe hier viele Kunden, die gerne damit fahren würden. Haben Sie oben schon angerufen? Im Sportgeschäft beispielsweise benutzen Sie gerne den Fahrstuhl, wenn Sie Ware bekommen. Das habe ich schon gemacht. Das ist aber nicht so. Oh, Schreck. Ja gut, dann werde ich gleich mal die Haustechnik anrufen. Danke fürs Bescheid geben. Das mit dem Fahrstuhl kann leider einen Moment dauern. Es tut mir sehr leid. So eine Uhr? Das wäre aber auch noch vielleicht was, oder? Ach, aber ich glaube, Christian bringt mich um, wenn ich jetzt auch noch mit einer Uhr nach Hause komme. Probier es nochmal. Hilfe! Wir sind hier im Fahrstuhl gefangen. Hilfe! Liebe Besucher, aufgrund eines technischen Defekts kann zurzeit leider nicht der Fahrstuhl genutzt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, jetzt geht hier irgendwie nichts ohne Fahrstuhl. Das ist echt blöd. Wir bitten um Ihr Verständnis. Oh, hört mal, Jungs. Die haben verstanden, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert. Jetzt wird uns gleich jemand retten.
Oh, die Kinder sind da noch unten. So ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Am besten warten wir jetzt einfach. Komm, wir gehen ganz schnell zum Fahrstuhl, damit wir gleich runtergehen können, wenn der Fahrstuhl wieder funktioniert. Das wird ja jetzt hier nicht ewig dauern. Ach, Sophia, beruhig dich. Ich muss mich erst noch umziehen. Nele wird sehr gut auf die beiden aufpassen. Vertrau mir. Und auch auf Linus. Es wird alles gut ausgehen, glaub mir. Sie sitzen unten bestimmt und essen Eis. Wir kommen gleich nochmal wieder. Wir müssen erstmal nach unseren Kindern schauen. Ist das okay für Sie? Legen Sie mir unbedingt das rote Kleid zurück. Ja, ja, das werde ich tun. Danke. Hier ist jetzt ja ganz schön was los, wenn der Fahrstuhl nicht funktioniert. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie lange sowas in der Regel dauert? Also ein steckengebliebener Fahrstuhl. Oh nee, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das haben wir auch noch nie gehabt. Hilfe! Bitte helfen Sie uns! Hilfe! Das ist doch Markus, oder? Oh mein Gott, Sophia, die Kinder sind im Fahrstuhl. Hört ihr das nicht? Da schreit jemand um Hilfe. Markus, geht es euch gut? Gott, oh Gott, euch wird gleich geholfen. Oh, hört mal, da ist meine Mama. Oh, jetzt helfen die uns gleich. Ja, wir sind hier drinne. Helft uns bitte. Wir wollen nicht ersticken. Das kann nicht wahr sein. Unsere Kinder sind im Fahrstuhl gefangen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich wollte nur Bescheid geben, dass dort in dem Fahrstuhl, wo Kinder drinne stecken oder so, da rufen welche um Hilfe. Wie schrecklich. Was ist denn hier heute los? Ja, hier ist nochmal das Shopping Center. Sie müssen sich bitte beeilen. Da sind Kinder im Fahrstuhl drinne. Ich werde nochmal eine Durchsage machen, die ist ja auch im Fahrstuhl zu hören. Liebe Gäste, wir entschuldigen nochmal, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert. Die Haustechnik ist auf dem Weg hierher. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Oh Mann, ich bin ganz nervös. Wie lange dauert das denn noch? Ja, seht ihr, lange kann es jetzt nicht mehr dauern. Ja, schönen guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, guten Tag, ich bin von der Presse. Ich habe hier einen Termin im Brautladengeschäft. Können Sie mir bitte sagen, wo ich den finde? Sie sind von der Presse? Laufen Sie am besten hier vorne diesen Gang hinter mir lang. Ja, dort finden Sie auch unser Brautgeschäft. Ist alles okay? Sie wirken so nervös. Nee, es ist alles gut, danke. Oh nein, jetzt ist auch noch die Presse im Haus. Oh, was für ein Tag. Kinder, euch wird gleich geholfen. Haltet bitte durch. Die Frau im Brautladen meinte gerade, dass der Fahrstuhl stecken geblieben ist. Das ist eine tolle Geschichte. Darüber werde ich auf jeden Fall schreiben. Erstmal ein paar Fotos machen. Jo, da wären wir ja schon. Sind die Haustechniker immer noch nicht da? Na endlich, es wird doch Zeit, dass sie kommen. Folgen Sie mir bitte. Im Fahrstuhl stecken noch Kinder. Bitte helfen Sie ihnen schnell. Jo, wir geben unser Bestes. Jetzt bitte einmal alle bitte zur Seite treten. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ran. Der ist richtig schön hängen geblieben, aber das bekommen wir wohin. Da müssen wir auf jeden Fall mit dem Schlüssel ran, dann nützt nichts. Ach, das wird eine tolle Story. Viel besser als dieses Brautkleid, was da hängt. Ja, da müssen wir ja die Zange. Gib mal her hier. Liebe Besucher, unsere Haustechnik ist jetzt da. Die Reparatur dauert noch einen Moment. Bitte haben Sie noch Geduld. Danke. Geduld, Geduld. Unsere Kinder sind da drin. Ich meine, was denkt die denn? Hoffentlich klappt das jetzt, sonst müssen wir die Feuerwehr noch holen. Ja, wenn die Feuerwehr noch kommen würde, hätte ich echt eine super Schlagzeile. Feuerwehr im Shoppingcenter befreit Kinder aus dem Fahrstuhl. Seht ihr das? Die hämmern da. So, nun müsste es gleich aber wieder gehen. Kann doch nicht so lange dauern, einen Fahrstuhl wieder runterzuholen, das gibt es doch nicht. Wir sind gerettet. Clara, hast du das gehört? Der Fahrstuhl hat sich bewegt. Lassen Sie uns jetzt bitte raus, bitte. Verdammt, die Tür, die klemmt. Kinder, haltet noch einen Moment durch. Ich muss die Tür mit einem Schraubenzieher aufhebeln. Hui, wie dramatisch. Das wird meinen Lesern gefallen. Hey, wo sind denn Mami und Sophia? Danke, 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 dass Sie mir das Leben gerettet haben. Oh, vielen Dank, lieber Mann. Oh, ich bin so froh. Danke, danke, danke. Oh, danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Hoffentlich ist der Fahrstuhl jetzt bei uns wieder in Ordnung und nicht, dass wir jetzt auch noch stecken bleiben. Super tolles Foto. Oh, danke, lieber Mann. Danke, lieber Fahrstuhlwächter. Danke, danke, danke. Und die Fahrstuhlwärter haben mir das Leben gerettet. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Markus, jetzt beruhig dich endlich. Mann, du bist doch kein Baby mehr. Ach, Kinder, euch geht's gut, Gott sei Dank. Wir haben uns so Sorgen um euch gemacht. Alles okay bei dir, Linus? Ja, ich hatte nur ein bisschen Angst. Oh, Mami, ich hatte so Angst. Aber der nette Mann hat uns ja gerettet. Das werden 1A-Fotos. Für die Unannehmlichkeiten bekommt ihr jetzt ein großes Eis vom Shoppingcenter aber geschenkt. Ja, das war jetzt wenigstens toll, dass wir ein Eis bekommen haben. Das ist so groß, das kann ich überhaupt nicht alleine schaffen. Das schmeckt auch hier echt lecker. Dürfte ich vielleicht noch ein Foto von ihren Kindern und den Rettern machen? Ja, gerne. So, und jetzt einmal alle bitte freundlich lächeln. Möchtest du auch mal von meinem Eis probieren, lieber Retter? Nee, danke. Hallo Kinder, oh Mensch, das war ja super spannend. Zum Glück sind wir wieder auf den Boden gelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar und einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr den Kanal mögt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Bis dann, tschüss.